Einen wunderfröhlichen Patrick hier. Im Rahmen meiner Analogfotografie-Videoreihe habe ich wieder einen netten Bakelitbomber, sage ich jetzt mal, dabei. Bleibt einfach dran, wenn es euch interessiert. Stehen tut es ja sowieso unten, was es für eine ist. Aber vielleicht habe ich ja, wie gesagt, euer Interesse geweckt. Bis gleich. Ich habe mein Lager jetzt ganz schnell nach innen verlegen müssen. Nicht wegen dem Wetter, sondern mir ist aufgefallen, dass die Videoaufnahmen zur Einleitung der Kamera leider ohne Ton sind. Warum auch immer. Wahrscheinlich habe ich wieder vergessen, die Speicherkarte ordentlich zu formatieren, wie auch immer. Daher machen wir das einfach neu. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Aber jetzt soll es hier um den eigentlichen Star dieses Videos gehen. Die Rheinmetall Perfekta. Eine modifizierte Boxkamera, so wird es auch im Internet betitelt. Man wollte von diesem klassischen Boxkamera-Design weggehen und hat eben dieses schwungvolle Bakelit-Design hier entwickelt. 1954 kam man auf diese ganz tolle Idee und die schaut auch wirklich sehr kurios und sehr nett aus, darum bin ich überhaupt auf sie aufmerksam geworden. Der Sucher. Ganz normaler Sportsucher, ohne irgendwelche Filter, irgendwas drin. Wie ihr euch schon wahrscheinlich an dem quadratischen Fenster hier denken könnt, werden die Aufnahmen in 6x6 getätigt. Also das heißt 120er Räufeln. Wie man auch unschwer an dem roten Sichtfenster sehen kann. Was aber auch durch eine zuschaltbare oder zuschaltbare, runterklappbare, nicht haltende Blende sehen kann. Die klappt auch rum, wenn man sie umdreht. Klappert halt ein bisschen. Aber macht nichts, es hilft ein bisschen. Gut, die Brennweite beträgt 80 mm. Das sind ungefähr auf Kleinbild bzw. Vollformat, wie man heutzutage ja sagt. Also 50er Brennweite, Standardbrennweite. Verschlusszeiten ist 1:25. Zuschaltbar durch das M für Momentaufnahme. Und hier B für Bulbaufnahme, weil die Kamera hat auch die Möglichkeit, einen Kabelauslöser anbringen zu können. Die Blenden sind 7,7, habe ich jetzt in der Form noch nie gehört, fand ich sehr interessant. 7,7 ist schon komisch, aber ich sage mal, zwischen 8 und 7,7 springt nicht viel rum, hört sich aber gut an. Und 11 und 16. Heute ist richtig schönes Wetter draußen, jetzt zwar nicht mehr, weil ich ja die Aufnahme neu mache, aber vorhin war es richtig schön und da werde ich jetzt wahrscheinlich durchgängig mit einer 11er oder 16er Blende fungieren. Film wird wahrscheinlich eh ein Fomapan 100 Classic sein. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, eigentlich nicht viel. Das haben wir gesagt. Hier, die Kamera hat einen Doppelbelichtungsschutz. Das heißt, man spannt oder rollt den Film so weit, bis halt die entsprechende Zahl kommt, kann abdrücken. Man hat es gehört. So. Geht nicht mehr. Wunderbar. Das kommt mir ganz gelegen, weil ich gerne diese Kamera auch in meiner schicken kleinen Tasche dabei habe. Oder generell die Kameras dieser Art. Und da ist halt die Gefahr doch mal ganz groß, dass man mal auf den Auslöser kommt. Und da haben wir halt eine Doppelbelichtung. Und ja, wird nichts. Film einlegen, einfach Klappe öffnen, Geberrolle, Nehmerrolle, Film rein, frischer Film, rüberziehen, einfädeln, drehen. Das war die ganze Laube, natürlich noch Deckel zu. Was sonst gibt es wahrscheinlich nicht sonderlich viel Sinn. Naja, das ist ja ein bisschen ein friemliches Ding hier unten. Mal später. Muss ich sowieso den Film einlegen. Und da sind wir beim Thema, zum Film einlegen und dann geht's los. Jetzt schauen wir doch mal, wie sich die Perfekta hier in der Landschaftsfotografie schlägt. Ich habe mir wieder ganz bewusst mein Lieblingsberg, den Gründen, ausgesucht. Ja, ich habe es ja schon öfter gesagt gehabt, es sind einfach gewisse Hotspots hier, wo man immer wieder hingeht. Und das man immer wieder fotografieren will, weil es sich auch jedes Mal etwas verändert. Ich meine, klar, der Berg verändert sich natürlich nicht, der bleibt wie er ist.
Aber dennoch, mal ist etwas weniger Schnee, mal ist etwas mehr Schnee, mal sind tolle Wolken da, mal ist ein richtig super Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Und ja, das muss man doch natürlich festhalten. Und heute ist es halt so, dass dann halt so ein paar richtig schöne Quellwolken über den Berg sind. Der Berg sehr gut zu sehen ist. Also muss man das einfach fotografieren, da kommt man einfach nicht drum herum. Probieren wir es mal. Ich werde jetzt mal ganz bewusst meine Blende 11 oder 16 nehmen, einfach um die Schärfe ein bisschen hochzuziehen. Bei diesem wirklich knalligen sonnigen Wetter müsste das ja auch wunderbar funktionieren. Und ja, auch der 100er Film birgt ein bisschen dem Korn bzw. dem Rauschen vor, würde man natürlich jetzt in der Digitalfotografie sagen. Aber machen wir es einfach mal. Und dann sehen wir, was rauskommt. Was ich jetzt eigentlich mal schon länger fragen wollte, ich habe euch ja gerade eben schon gesagt gehabt, dass ich hier gewisse Hotspots habe und die ich euch immer wieder präsentieren möchte. Also ich hoffe wirklich, es ist euch nicht zu langweilig. Ich möchte natürlich auch so gut es geht eine gewisse Vielfalt in meinen Fotos machen oder euch vorstellen. Und auch natürlich was vom schönen, von der schönen USA, wie ich es immer nenne, also sprich unser schönes Allgäu zeigen. Wenn es allerdings zu langweilig wird, weil ich teilweise immer die gleichen Motive nehme, kann immer wieder mal passieren, dann sagt es mir einfach, schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Dann werde ich natürlich schauen, dass ich das tunlichst vermeide. Aber wie gesagt, jetzt gerade mit den Gründen jetzt hier und den tollen Wolken, das musste ich einfach fotografieren. Man könnte es auch so machen, dass ich sage, gut, okay, ich fotografiere es zwar jetzt, aber ich blende es nicht ein. Aber dann denke ich mir, ja, dann ist es halt nicht wieder vollständig. Dann ist es, ja, dann fehlt halt einfach ein Bild. Also das ist auch nicht so toll. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt. So, jetzt sollte ich mich allerdings wieder aufs Autofahren konzentrieren. Weil jetzt komme ich so leicht in die Serpentinenbereiche. Jo. Ja, heute ist ja Freitagnachmittag, also jetzt, wo ich das Video jetzt hier aufnehme oder aufzeichne. Das heißt, bei der Berufsschule ist heute nicht mehr viel los. Und bei der Berufsschule kann man kostenlos parken. Oder man braucht zumindest mal auch keine Parkscheibe. Ja, das ist natürlich praktisch. Dann habe ich jetzt ziemlich viel Zeit, um ziemlich viel zu entdecken und ziemlich viele Fotos machen zu können. Meine ehemalige Nachbarin, die schläft gerade im Garten. Jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir doch mal, ob wir sie erwischen. Sie hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich sie fotografiere. Ich habe sie ja schon oft genug fotografiert. Und ich darf es auch bestimmt veröffentlichen. Schauen wir mal, ob ich sie erwische. Ja? Jetzt habe ich nicht nur eine Nachbarin erwischt, sondern gleich beide. Ja, da bei dem schönen Wetter auch wieder auf dem Garten. Ich habe hier beide erwischt und schauen wir mal, wie es geworden ist. Natürlich musste noch ein Kaffee sein, das ist ganz klar. Und man hat ein bisschen geratscht, weil so oft sieht man sich halt dann doch nicht. Ja, früher, wo ich hier noch gewohnt habe, habe ich regelmäßig im Garten gesessen. War mit meiner Exe draußen, wie auch immer. Aber ja, jetzt sieht man die eher nur ein bisschen sporadisch. Und von der Seite her, es ist immer wieder mal schön, ein bisschen zu Ratschen und zum Schnabeln. Aber jetzt fotografieren wir weiter. Die Hälfte der Bilder sind im Kasten. Ja, schauen wir mal, ob sie was geworden sind. Ihr habt sie eh schon gesehen. Gut, dann würde ich sagen, schaue ich noch schnell. Ja, ich esse noch eine Kleinigkeit. Ich bin ja meistens, wenn ich hier bin, esse ich immer irgendwas. Klar, durch die Nachtschicht ist es bei mir halt einfach so, dass ich halt vormittags schlafe, nachmittags eine Kleinigkeit esse und dann war es das eigentlich nachts halt noch ein bisschen was, weil ich will nicht nachts so viel essen, weil das trägt ja etwas auf und das Langeste bin ich sowieso noch nicht oder nicht mehr. Ist halt einfach so. Gut, dann haue ich mir was hinter die Binden, wie man so schön sagt, oder hinter die Kiemen und dann schauen wir weiter. Thank you.
drei Fotos so ein bisschen von der Stadt gemacht. So von der Treppe ganz unten, weil normalerweise kommt man da nicht hin. Und ja, einfach mal jetzt vom, ja, von der Bücherei, so vom Hauseck ein bisschen, das fand ich auch ganz interessant. Und jetzt beim letzten Foto, was ich jetzt gerade eingeblendet habe, sind, ja, war ich mitten auf der Straße, kam sowieso gar kein Auto. Man muss natürlich schon eine gewisse Vorsicht walten, so ist es nicht. So, und habe die Kamera einfach auf den Boden gelegt, ganz leicht hochgehoben, ja, und einfach abgedrückt. Schauen wir mal, ob es was geworden ist. Ah, erstmal diese bescheuerte Maske abnehmen. Ja, das ist echt übel. Mir tut jetzt mal mein Bart verdrehen und da schaue ich dann aus wie Catwiesel. Das ist echt krass. Naja, kann man nichts machen. Also, ich war jetzt gerade zum Glück noch beim Müllermarkt, weil mir eingefallen ist. Morgen ist 1. Mai, morgen ist Feiertag. Und für den Betrieb haben wir keine Kaffeepads mehr. Meine Kollegen hätten mich gelüncht, wenn ich jetzt keine mitgebracht hätte. Boah, gerade nochmal Schwein gehabt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, drei Bilder kann ich noch machen. Machen wir das. Ja, die 12 Bilder sind im Kasten bzw. im Kästchen. Jetzt werden wir sie mal entwickeln. Ich bin mal gespannt, wie sie geworden sind. Ich habe heute bei der Motivauswahl ein bisschen variiert. Schauen wir mal, was rauskommt und wie sich das gute Ding geschlagen hat. Beim Resümee sehen wir uns dann auf jeden Fall wieder. Also bis gleich. Die Fotos sind entwickelt und ich muss ehrlich sagen, mich erstaunt es immer wieder, wie gut eigentlich die Bilder sind. Warte, ich mache mal das mal ein bisschen höher. So. Ah, jetzt. Gut. Finde ich, ist der Ausschnitt besser. Ich habe hier leider keinen Monitor oder kein Ding, wo ich dann sehen kann. Ja, wie gesagt, ich finde es immer wieder erstaunlich, mit dieser einfachen, simplen Technik gute Ergebnisse zu erzielen. Verhältnismäßig gute. Man darf ja nach wie vor nicht vergessen, die Kamera ist knappe 70 Jahre alt und sie funktioniert immer noch. Und von der Seite her muss ich ganz ehrlich sagen, nenn's mir mal eine Digitalkamera, okay, der war gut, die so alt wird und danach immer noch funktioniert. Nee, andere Thematik. Mechanik ist einfach in einem gepflegten Zustand nahezu unkaputtbar. Und genial. Nur noch genial. Also ich bin immer wieder überrascht und immer wieder geflasht, wie man heutzutage sagt, was man mit diesen Kameras alles machen kann. Man muss sich natürlich auch etwas, bei den Kameras jetzt weniger, mit der Technik ein bisschen auseinandersetzen. Man muss ein bisschen ein Gefühl haben für Blende, Zeit. Gut, klar, Zeit kann man hier nicht einstellen. Ich kann hier eine Blende einstellen und wenn es jetzt so Pisswetter ist wie jetzt gerade eben, dann muss ich halt vielleicht auf eine höhere Blende, vielleicht eine 11er oder sogar 7,7er, in dem Fall 7,7 finde ich immer noch lustig, gehen. Gut, aber das sind einfach Erfahrungswerte. Die Digitalkamera, die macht dir das halt einfach vor. Da gehst du in A-Modus oder in Zeitmodus. Ja, und die Kamera macht. Und das ist meine Meinung. Nicht Sinn der Fotografie. Fotografie ist nach wie vor ein Handwerk. Und das muss man natürlich auch beherrschen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Digitalfotografen nichts drauf haben. Ganz im Gegenteil. Die sind natürlich auch geübt und haben auch das gelernt, was sie machen. Vor allen Dingen, wenn sie ihr Geld damit verdienen. Naja, sei es drum. Wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, die Fotos gefallen euch. Und ich habe euch wieder ein bisschen einen Anreiz geben können, über mal den Tellerrand hinausschauen. Eben mit einer so schönen, günstigen Bakelitkamera. Günstig, das war jetzt hier gerade das Stichwort. Was kostet die eigentlich? Also im Netz wird sie so zwischen 20 und 40 Euro gehandelt. Also wenn ich so für 30 Euro recht gut erhaltenes Stück, so wie ich jetzt habe, finde, alles gut. Zuschlagen, macht sie nichts verkehrt. Ja, das zum Preis. Und mehr fällt mir dazu jetzt gerade nicht ein. Nee. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch, wie gesagt, wieder etwas Anreiz geben. Hoffe, ihr bleibt mir treu. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und von meiner Seite aus gibt es nichts mehr zum Sagen, außer gut Licht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.